Herr Präsident, vielen Dank. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der bevorstehende NATO-Gipfel in Warschau ist eine Zusammenkunft einer Verantwortungsgemeinschaft, die als festes Bündnis einsteht für Frieden, für Freiheit und für Stabilität. Gerade in dieser Zeit, die wie in einer Zeitenwende stabil geglaubte Strukturen plötzlich instabil erscheinen lassen, wo eine russische Führung mit einem Völkerrechtsbruch eine aggressive Politik führt und wo Staaten im Nahen und Mittleren Osten zu zerfallen drohen und wo der IS-Terror zu einer Bedrohung für den gesamten Weltfrieden wird. Gerade in dieser Zeit ist es von elementarer Bedeutung, dass wir auf dem NATO-Gipfel ein deutliches Signal nach außen senden: Geschlossenheit, Entschlossenheit für Frieden und Freiheit und Sicherheit und auch für die Wahrung unserer Werte innerhalb unseres Bündnisses, denn die sind für uns unantastbar. Meine Damen und Herren, mit einem Dreiklang aus Verteidigungsbereitschaft, Ertüchtigungsbereitschaft und vor allem Dialogbereitschaft gewährleisten wir die Souveränität der Mitgliedstaaten. Und diese Souveränität, die Deutschland jetzt hat, ist auch darauf begründet, dass die NATO eine Säule für den ständigen Dialog auch im Kalten Krieg war und auch ein Pfeiler der Wiedervereinigung. Dass die Linken das komplett anders sehen, das ist nur zu deuten, dass sie mit der Geschichtsdeutung ohnehin in einem Problemfeld sind. Ich kann nur sagen, wir wollen als Union und auch in der Großen Koalition, dass diese Stabilität und die Souveränität auch für die nächste Generation gilt. Dafür ist Deutschland auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, meine Damen und Herren. Mit der Neuausrichtung der Bundeswehr sind die notwendigen Voraussetzungen geschaffen worden. Wir haben ein breites Fähigkeitsspektrum, damit wir als Rahmennation unseren Partnern anbieten, sich anzulehnen. Wir können frühzeitig mit flexiblen Strukturen auf sich verändernde Sicherheitslagen reagieren. Und wir übernehmen auch Verantwortung in Vorleistung, beispielsweise mit der sogenannten schnellen Speerspitze. Und dies begleiten wir mit einer stärkeren finanziellen, personellen und auch materiellen Ausstattung, indem wir sagen, Attraktivität, Ausrüstung und Ausbildung, das sind die drei festen Säulen für unsere Streitkräfte innerhalb der NATO. Aber unsere Bundeskanzlerin hat auch deutlich gesagt, dass gemessen an der NATO-Quote wir auch bereit sein müssen, mehr zu investieren. Eine gute Investition in Sicherheit, in Freiheit, denn das ist das unverrückbare Fundament unserer Gesellschaft. Diese Freiheit allerdings ist auch in Gefahr durch das aggressive Vorgehen, in dem Grenzen in Europa wieder mit militärischen Mitteln verschoben werden, aber zum anderen eben auch mit dem Aufkommen des IS-Terrors. Ganze Staaten werden unterhöhlt, Menschen werden rücksichtslos, gewaltsam ermordet oder mit Terroranschlägen getötet. Dieser doppelten sicherheitspolitischen Bedrohung müssen wir ein klares Signal entgegensetzen. Erstens durch Bündnistreue und Verlässlichkeit. Insbesondere unsere Partner in den baltischen Staaten und in Polen machen sich Sorgen um die Integrität ihres Staatsgebietes. Und gerade wir als Deutschland können dies auch nachempfinden. Und deswegen ist es gut, dass die NATO-Pläne in Warschau konkretisieren, dass wir mit einer Enhanced Forward Presence, mit einer Vorne-Präsenz deutlich machen, wir stehen füreinander ein. Warum und mit welchem Ziel? Mit dem einzigen Ziel, einem möglichen Aggressor deutlich zu machen, dass, wenn er Grenzen überschreiten sollte, er sich nicht nur mit einem Land anlehnt, sondern mit allen und mit dem klaren Ziel, dass dieses möglichst nicht geschieht. Das ist im Einklang mit der NATO-Grundakte, der Personalumfang, die rotierenden Formationen. Aber es bleibt unverrückbar, dass die NATO-Grundakte nämlich durch die Annexion der Krim gebrochen worden ist. Und das müssen wir immer wieder ganz deutlich auch herausstellen. Denn wir lassen unsere Verbündeten nicht allein und wir lassen uns von Drohungen auch nicht einschüchtern. Das ist beileibe kein Säbelrasseln, sondern es ist Ausdruck politischer Verantwortung für Frieden und Freiheit in Europa, in Deutschland. Und ich danke unserer Bundeskanzlerin und unserer Bundesverteidigungsministerin, dass sie da keinen Zweifel daran aufkommen lassen, meine Damen und Herren. Der osteuropäische NATO-Deich muss so erhöht werden, dass Aggressionen nicht überschwappen können.
Und er muss so stabil sein, dass auch eine Unterhöhlung durch eine hybride Kriegsführung mittels Propaganda nicht passieren kann. Eine solche Garantiestellung darf aber keine Einbahnstraße sein, sondern alle sind aufgefordert, alle osteuropäischen NATO-Partner, das Mögliche auch zu tun, um ihre Strukturen zu stärken. Wir wollen mit einer klaren Dialogbereitschaft und mit einer klaren, abschreckenden Verteidigungsstrategie deutlich machen, dass diese Investition der beste Schutz ist für die Sicherheit, sozusagen für den inneren Ring. Aber auch der äußere Ring muss geschützt werden gegen einen weltweit agierenden Terrorismus. Terrororganisationen wie Al-Qaida, Al-Nusra, Boko Haram, Taliban oder eben der IS-Terror sind eine Bedrohung für den Weltfrieden. Und dem stellen wir uns dagegen, aus unserer Überzeugung für eine zivilisierte Welt, zur Wahrung der Menschenrechte, auch zum Schutz unserer Bündnispartner. Wir wollen Gefahren dort uns entgegenstellen, wo sie entstehen. Und deswegen ist es gut, dass wir Ländern wie Afghanistan, wie Irak, auf deren Einladung hin, dass wir sie unterstützen, dass wir sie selbst in die Lage versetzen, für Stabilität und Sicherheit im eigenen Land zu sorgen, indem wir auch im Kampf unterstützen, aber vor allem auch in der Ausbildung, in der Beratung und in der Ertüchtigung. Immer orientiert am jeweiligen Gesicht der Lage, immer orientiert am besten Einsatz der Institutionen, Vereinte Nationen, OSZE, EU oder auch NATO. Die Gleichzeitigkeit und Schnelligkeit der Krisen fordern uns. Das ist eine Herausforderung, ebenso wie die unsichtbare Herausforderung, nämlich die Gefahr im Cyberraum. Und hier wird mit dem Weißbuchprozess aus dem Verteidigungsministerium heraus auch ein deutlicher Schwerpunkt gelegt. Wir müssen uns diesen Gefahren entgegenstellen, die über Servern aus allen Teilen der Welt auch mit späterer Wirkung verheerende Konsequenzen haben können. Zusammengefasst, der NATO-Gipfel muss Antworten finden auf diese gleichzeitigen Herausforderungen, immer im Geiste der Kooperation, immer im Geiste der Diplomatie. Wir wollen, dass unsere Werte und Grundsätze gelebt werden können, geschützt werden können und auch verteidigt werden können. Freiheit kann es nur mit Sicherheit geben. Gemeinsam sind wir stark, gestern, heute und auch morgen für die nächsten Generationen. Herzlichen Dank. Jürgen Hart ist der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt für die CDU-CSU-Fraktion.